Hallo, ich bin Habrock und ich gebe eine wirklich sehr grundlegende Einführung in reguläre Ausdrücke. Hauptsächlich daher, dass ich festgestellt habe, dass viele von meinen Kollegen davon noch nie überhaupt was gehört haben aus meinem Großrechnerumfeld, geschweige denn wissen, was das ist oder was man damit anfangen könnte. Ja, was ist das überhaupt? Ich würde es definieren als eine Sprache zur Beschreibung von Mustern in Zeichenketten. Das Ganze hatte das erste Mal eine größere Verbreitung in den 70er Jahren im Unix-Bereich gefunden. Dementsprechend unterstützen sehr viele Kommandozeilenwerkzeuge, reguläre Ausdrücke und mittlerweile aber auch viele Editoren und unterschiedlichste Programmiersprachen. Ja, und was daraus dann fast automatisch folgte, die Implementierung in einzelnen Programmiersprachen und Editoren und so weiter unterscheiden sich ja durchaus im Sprachumfang. Ich versuche jetzt wirkliche also, grundlegende Elemente, die eigentlich in jeder Implementierung vorhanden sein dürften, vorzustellen. Ja, wozu ist das ganz gut? Die oberen beiden Punkte, das sind Sachen, wo ich es dann wirklich beruflich schon gebraucht habe. Wie zum Beispiel in einem längeren Programm, wo viele fachliche Werte hardcodiert sind, die Stellen zu finden, wo eine Zahl aus dem Bereich 120 bis 125 oder die 135 oder die 145 auftritt, weil an diesen Stellen höchstwahrscheinlich eine Änderung durchzuführen ist, also eine weitere Zahl soll sich ganz analog verhalten zu denen. Aber gleichzeitig möchte ich nicht jede Zeile finden, wo zum Beispiel die 1200 oder so vorkommt oder wo irgendeine dieser Zahlen Teil der Zeilennummer ist. Oder etwas anderes, was ich auch schon häufiger hatte. Von einer Fachabteilung kamen Werte, die in eine Datenbanktabelle kommen sollten, natürlich in einer Excel-Tabelle. Und jede Zeile musste dann in ein Datenbankinsert umformatiert werden. Und in den Zeilen fand sich dann auch eine Spalte, immer das gleiche, dreibuchstabige Kürzel und dahinter eine Jahreszahl. Und das Ganze musste dann mit Hochkommata versehen werden, damit es schön als Zeichenkette in die Datenbank eingefügt werden kann. Und wenn das genügend unterschiedliche Jahreszahlen werden, möchte man das nicht mehr mit der üblichen Suchen und Ersetzen-Funktion machen, sondern dafür dann doch einen regulären Ausdruck nutzen. Und die, denke ich, mit am häufigsten auftretende Art, wie reguläre Ausdrücke genutzt werden, wäre das Beschreiben bzw. Abprüfen gültiger Muster. Zum Beispiel ist eine Mailadresse, die irgendwo eingegeben wurde, tatsächlich auch eine gültige Mailadresse. Ja, da grundsätzlich gilt, die meisten Zeichen kann man im Suchfeld einfacher nutzen, wie gewohnt, bis auf die 14 Zeichen hier in der Zeile Metazeichen, die normalerweise eine andere Bedeutung haben in einem regulären Ausdruck. Wenn man so ein Zeichen nutzen will, muss man
es mit einem vorangestellten Backslash escapen. Ja, mehrere Zeichen kann man dann zu einer Zeichenklasse zusammenfügen. In diesem Fall eine der Ziffern aus dem Bereich 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze kann man natürlich kürzer schreiben mit 1 bis 5. Und dementsprechend hat der Bindestrich in der Zeichenklassen die Besonderheit, wenn man tatsächlich einen Bindestrich meint, muss man ihn ganz am Ende, ganz ans Ende der eckigen Klammer setzen, weil er sonst versucht wird, als Markierung für einen Bereich zu verwenden. Ja, und für bestimmte Zeichenklassen gibt es auch noch Abkürzungen, wie für Ziffern von 0 bis 9, die Abkürzung Backslash klein d. Die weiteren häufige genutzten Kürzel, da komme ich gleich dazu. Und natürlich kann man dann auch so eine Zeichenklasse negieren, also durch dieses Dach als erstes Zeichen. Das heißt, es würde alles gefunden, außer den Zeichen, die danach definiert werden. Und ja, auch mehrere Bereiche kann man in einer Zeichenklasse in den Klammern schreiben. Mehrere Bereiche oder Zeichenklassen vereinigen geht auch so. Also eine Zeichenklasse ist auch wiederum ein gültiges Zeichen in einer Zeichenklasse. Und Differenz wäre mit dem doppelten Unzeichen. Also in diesem Fall der Bereich klein a bis z ohne den Bereich m bis r. Ja, wie schon angekündigt ist er. Okay, da habe ich die Folie etwas versiebt. Also für Ziffern Backslash klein d. Alles außer den Ziffern wäre dann Backslash groß d. Für Wortzeichen Backslash klein w. Die Definition, was ein Wortzeichen ist, ist, so wie ich das gesehen habe, implementierungsabhängig. Aber Buchstaben und großen Kleinbuchstaben und Ziffern sind eigentlich immer enthalten. Eventuell auch der Unterstrich. Und da gibt es auch wieder das Gegenteil. Also alles außer dem Wortzeichen wäre Backslash groß W. Und für Whitespace oder nicht Whitespace ist es dann S bzw. großes S. Und grundsätzlich Punkt steht für ein beliebiges Zeichen, normalerweise aus der New Line. Da gibt jetzt okay, ja. Die Anmerkung war, Whitespace ist nicht nur Leerzeichen, sondern auch Tabulator und so weiter. Also verschiedene Zeichen, wo man nichts sieht, die aber Textabstand liefern. Ja, also Punkt ist ein beliebiges Zeichen außer New Line üblicherweise, wobei man das dann häufig konfigurieren kann, dass New Line doch gilt. Dann, da wir Zeichen oder auch Zeichenklassen mehrfach finden wollen, ist es eine Anwendung der geschweiften Klammer. Also mit einer Zahl drin wird genauso oft das Zeichen gefunden, in diesem Fall fünfmal das A. Mit zwei Zahlen definiert man einen Bereich, also in diesem Fall zwischen zwei und vier Mal Auftreten von A, und eine Zahl gefolgt mit dem Komma liefert nur eine Untergrenze, wie oft man das Zeichen mindestens finden möchte.
Auch hier gibt es für häufige Wiederholungen nochmal Abkürzungen. Also der Stern bedeutet beliebig viele Zeichen. Es muss überhaupt nicht auftreten. Plus wäre, es muss auftreten, beliebig oft, also einmal reicht. Und Fragezeichen wäre null oder einmal auftreten. Dann so. Bei den Wiederholungen gibt es dann auch die Möglichkeit, noch ein Fragezeichen hinten dran zu stellen. Also es geht auch bei den Kürzeln. Das nennt sich genügsames Finden. Und das sorgt dann dafür, dass möglichst wenige Zeichen gefunden werden. Also ja, dann hat man noch die Möglichkeit, Grenzen der Breite 0 zu nutzen, wie zum Beispiel den Zeilenanfang oder das Dollar als Zeilenende oder Backslash klein b als Wortgrenze und auch Backslash Groß B als Nicht-Wortgrenze. Also das zeigt dann jeweils nicht auf ein Zeichen, sondern sozusagen auf die Lücke zwischen zwei Zeichen. Dann hat man auch die Möglichkeit zum Gruppieren. Was man recht häufig braucht, ist der senkrechte Strich für oder. Also in diesem Fall liefert diese Klammer Treffer, wenn Fu oder auch wenn Bar auftritt. Insgesamt mit runden Klammern definiert man sich eine einfangende Gruppe. Das bedeutet, dass man diese Gruppe dann später noch ansprechen oder wieder ansprechen kann. Also was diese Gruppe dann gefunden hat. Die erste wäre dann aufrufbar mit Backslash 1 oder Dollar 1, die zweite dann mit Backslash 2 oder Dollar 2 und so weiter. Ist auch natürlich sehr nützlich bei Suchen und Ersetzen-Funktionen, wenn man einen Teil sucht und dann im Ersetzen weiter verwenden will. Man kann die eigenen einfangenden Gruppen auch selber mit einem Namen versehen. Das wäre dann mit Fragezeichen und den spitzen Klammern. Und die Referenz auf diese Gruppe erfolgt dann mit Dollar plus und dem Namen in geschweiften Klammern. Mit Fragezeichen Doppelpunkt bekommt man eine nicht einfangende Gruppe hin, wenn man weiß, dass man den Inhalt dieser Gruppe sowieso später nicht mehr benötigt. Das liefert meines Wissens eine etwas bessere Performance. Ja, jetzt können wir uns die vorhin genannten Fälle auch nochmal anschauen. Also hier wäre jetzt eine Möglichkeit, um die Zahlen 120 bis 125, 135 und 145 in einem Schritt zu finden. Und ja, das Beispiel mit dem in Anführungszeichen setzen. Also in diesem Fall wäre
Pfeil zu verstehen als vorne dran suchen und das hinter das im ersetzten Fenster. Ja, findet Fu und dahinter vier Ziffern und ersetzt das Ganze durch ein Hochkomma. Inhalt der einfangenden Gruppe, Hochkomma. Ja, da etwas weiteres wären Lookarounds. Also, dass man definiert, was hinter der Zeichenkette, die man eigentlich erfinden will, stehen soll. In diesem Fall wird Fu gefunden, wenn dahinter Bar steht, also positiver Look ahead. Das Ganze gibt es dann auch noch als negativen Look ahead mit Fragezeichen, Ausrufezeichen statt Fragezeichen gleich. In diesem Fall wird Fu nur gefunden, wenn dahinter nicht direkt Bar folgt. Und das Ganze gibt es dann auch noch als a Look Behind. Also hier wird Bar gefunden, wenn davor Fu folgt. Und negativ, es wird Bar gefunden, wenn davor kein Fu steht. Okay, und damit bin ich schon durch, schneller als ich dachte. Also hier noch zwei Buchempfehlungen, die mir geholfen haben, mich in das Thema einzuarbeiten. Also Einstieg in reguläre Ausdrücke und reguläre Ausdrücke kurz und gut. Und zum Ausprobieren bzw. die eigenen Fähigkeiten zu trainieren, ist Regex Crossword eine recht nette Seite. Ja, gewissermaßen Kreuzworträtsel ausfüllen, wobei die Hinweise für die Zeilen und Spalten reguläre Ausdrücke sind, die erfüllt sein müssen. Ja. Damit schon hat jemand Fragen, die ich eventuell noch beantworten kann. Sonst noch ein Hinweis, also reguläre Ausdrücke haben noch einen bedeutend größeren Umfang. Es gibt auch noch in vielen Implementierungen die Möglichkeit, Unicode nach Unicode-Zeichen zu suchen, beziehungsweise auf Eigenschaften von Unicode-Zeichen zuzugreifen. Ja. Und, die hier. Okay. Also das Oberste ist, ich suche nach keine Ziffer, danach kommt eine 1 und danach entweder 2 und dahinter irgendwas aus dem Bereich 0 bis 5 oder eine 35 oder eine 45 und danach folgende wiederum eine Nichtziffer. Und im unteren Fall suche ich nach der Gruppe Fu und dahinter vier Ziffern und ersetze das durch Hochkomma, Inhalt dieser einfangenden Gruppe mit Backslash 1 und wiederum Hochkomma. Ja, Moment, Mikrofon kommt. Wie würde man das machen, wenn man jetzt sagt, ich würde auch gern Zahlen am Zeichenrand
Das muss ich sagen, weiß ich nicht genau, aber man könnte auf jeden Fall Backslash klein b als Wort Anfang und Wort Ende nehmen. Statt des Backslash Groß-D wäre eigentlich auch sauberer, weil ich so dann auch irgendwo in einem Wort der Zahl finden würde. Okay, sonst. Ja, okay. Okay, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.